Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Livestream bei Freebooter Miniatures. Schön, dass ihr alle da seid, auch bei dem doch grandiosen Wetter. Ich hoffe, ihr habt die Sonne genossen, in eurer Hängematte auf eurer Privatinsel gelegen und euch bei einem Fässchen Rum die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen. Ihr seht hier heute die Themen, wir haben ein bisschen News, wir haben Iron Ball heute als Hauptthema und mit dabei heute von der Partie, ich gehe sie mal alle durch, damit wir ein bisschen Zeit sparen, der Michael, der Florian und der liebe Nick ist wieder mit dabei. Hallöchen alle zusammen. Moin, moin. Hallo. Hören die uns überhaupt? Hast du uns eingeschaltet? Ja, ich habe den Hotkey, ich habe den gedrückt. Okay. Pressing the Knöpkes is only allowed for the experts. Schaut das sicher gehen. Nicht, dass wir den ganzen Spaß nochmal machen, wie letztes Mal. Nee. Vielleicht einmal in den Chat. Hört ihr uns wirklich? Ton ist super, guck mal. Snappy bestätigt schon. Ja, wie geht's euch denn, Micha? Wie geht's dir denn heute? Was hast du heute gemacht bei dem schönen, warmen Wetter? Oh, ich bin eigentlich heute nur durch die Gegend gefahren. Musste mein Auto in die Werkstatt bringen und dann fuhr es aber wieder, als ich da war. Und dann musste ich es wieder zurückholen. Und ja, eigentlich war ich heute nur im Auto unterwegs. Ui. Oi, und Florian, wo warst du? In der Hängematte, komm. Nee, ich habe ein Auto gekauft. Ansonsten war ich im Park. Und der Micha war dann mit deinem Auto danach unterwegs, oder ist das jetzt Zufall? Nee, das ist Zufall. So dicht wohnen wir leider nicht beieinander. Ah. So, und danach waren wir mit der Kleinen im Park. Sehr schön. Nick, ja. Du warst nur in der Bude bei dem Wetter, ne? Ja, ganz genau. Ich war heute arbeiten. Ah, wer hätte es gedacht? Tatsächlich. Mein Urlaub ist vorbei und heute war erster Arbeitstag. Es war wunderschön. Sehr schön. Ja, Chat, was habt ihr denn heute bei dem Wetter gemacht? Haut mal in die Tasten, schreibt es mal rein. Währenddessen beantworten wir mal gleich die erste Frage. Ob es heute keine Kampagnengewinner für den Monat gibt. Leider nein, liegt aber daran, dass noch nicht alle intern bei uns abgestimmt haben. Deswegen liefern wir die noch nach. Die gibt es leider nicht heute. Wir haben aber eine Menge in der engeren Auswahl gehabt. Wir waren richtig gute Beiträge dabei. Ja. Aber die Grünkohlratte war eben in Hängematten-Office heute. Das ist auch eine gute Bezeichnung. Hängematten-Office. Mr. Santa Chaos war im Park. Nein, der hat bei mir Park. Ach so. Der hat Prag anstatt Park. Das ist ein bisschen das Problem bei meinem Dialekt. Es gibt keine harten Vokale. Mm. Es gibt kein K, es gibt nur ein G. Es gibt kein P, es gibt nur ein B. Okay. Dann haben wir viele, die heute arbeiten waren tatsächlich. Das war ich auch heute Morgen. Einen virtuellen Kongressdienst gibt es noch, sehe ich. Und das seit Freitag. Was haben wir denn heute? Mittwoch, ne? Uff. Mobile Office. Sehr schön. Außendienst. Ist auch schön. Ja, ich hoffe, du hattest eine Klimaanlage. Oder Außendienst auf dem Fahrrad ist natürlich auch witzig. Ja. Ach, schön. Also, auf an, wie weit du fahren musst. Ja, stimmt auch. Stimmt auch wieder. Oder wenn du so eine heiße Pizza dann auf dem Fahrrad mit austrägst, ist auch kacke bei dem Wetter. Oh, das geht ja schon wieder fast. Mhm. Die wird nur bei mir nie ankommen. Ah, schön. Ja, also es schließen sich noch weitere an. Ich würde sagen, fangen wir mal an mit den News, oder? Was sagt ihr? Ja, die stellen als erstes. Du kannst nicht die Reihenfolge einfach ändern, das hatte man schon mal. Ja, ich dachte, wir machen noch ein bisschen Smalltalk. Das ja, wenn du stößt, können wir auch gerne noch Smalltalk machen. Muss das nächste Mal Smalltalk 1, dann 2 News und so. Ja, kann ich gleich noch live ändern. So, guck mal, Mr. Santa Chaos hat direkt Bärbel und Brummels nach der Arbeit grundiert. So muss das sein. Es war übrigens heute perfektes Grundierwetter. Ja. Ich grundiere bei jeder Wetterlage, deswegen gibt es für mich kein perfektes Grundierwetter. Ja, es hat aber nicht jeder irgendwie einen Garten oder einen vernünftigen Keller mit Luftabsaug an. Wie heißt das?
Luftfilter, Absaug. Absauganlagen? Ja, sag ich doch. Da muss man halt auf gutes Wetter warten. Bei Sturm und Gewitter? Wo wohnst denn du? Wer hat denn hier Sturm und Gewitter? Ich? Nein, it's näher. Hat Sturm und Gewitter gehabt. Gut, Spree gibt es wohl kaum noch. Ich habe gehört, Spree gibt es wieder. Tatsächlich eine Menge. Ich habe ja. auch zugeschlagen. Ich habe ein kleines Lager aufgebaut. In Bayern war Sturm. Ich so Probleme mit dem Grundierspray? Nö, ich habe keins mehr. Aber in Bayern war Sturm und Gewitter. In Hannover auch? Was ist da los? Ja gut, hier wir haben hier im Pott ja so eine riesige Smogwolke über uns. Da kommt kein Sturm und Gewitter durch, glaube ich. Ja komm, wir switchen mal um zu den News. Schub. Tschö. Ich finde es immer schön, wenn die Frau reinkommt und genau in das Ohr spricht, wo das Mikrofon dran ist. Und die sagt, dass wenn der Fabi die News ankündigt, dann erstmal aus dem Bild rennt. Na, musst du mal einen Schluck trinken. Ja, das ist genauso schön, ne? Okay, News. Was haben wir für News? Ja, ihr habt den neuen Unicode bekommen. Den Unicode, hört sich auch witzig an. Genau, der heißt in diesem Monat, lass mich, Piratenhöhle. Übrigens, Nick, haben wir schon von Humalte im Discord unseren Deutschlehrer. Rüffel bekommen. Da haben wir Rüffel bekommen. Schreibt mal nämlich zusammen. Ja, ist ja kein Problem. Aber wenn wir das einfach so nehmen, dass der Captain schreibt Piratenhöhle, dann ist es wiederum richtig geschrieben. Von daher ist das kein Problem. Und die Deutschlehrerin habe ich auch neben mir sitzen. Da habe ich kein Problem mit. Ja. Ich habe einfach gesagt, du bist schuld. Okay. Ja, kein Problem. Ich bin immer schuld. Kein Problem. Ihr findet ja in dem Download, in dem PDF, was wir hier zur Verfügung gestellt haben. Ich lade das mal kurz runter. Ja, nicht so, dass ich das nicht hätte auf dem PC, aber. So, da steht nämlich drin, dass im Juni müsst ihr einen kleinen Unterschlupf bauen. Für unsere Bemalkampagne. Und genau, das hat eine gewisse Grundfläche, ist alles vorgegeben. Eine Mindesthöhe soll ein Unterschlupf sein. Aber schon viele Bilder im Discord gesehen, da seid ihr schon fleißig dabei. Manche sind sogar schon fertig. Genau, das steht jetzt im Juni an. Und dann ist die neue Ufer-Kampagne tatsächlich schon zu Ende, Nick. Echt? Ja, da ist dein Baby schon zu Ende. Und dann hat jeder eine spielfähige neue Mannschaft. Mit Unterschlupf tatsächlich. Mit erstem Geländestück, ja? Mit erstem Geländestück. Wunderbar. Und da wollen wir natürlich auch, wenn die Kampagne vorbei ist, ein Gesamtbild von allen haben, oder? Bitte ich doch drum. Genau. Ich würde sagen, wenn die Kampagne vorbei ist, das schreiben wir dann aber auch nochmal. Dann schickt ihr uns mal. Ich würde sagen, die kann man jetzt schön auf der Homepage einbinden. Genau, die ganzen Gesamtendbilder, die binden wir dann auf der Homepage ein. Das ist eine gute Idee. Nick, wer das natürlich nicht möchte, ne? Wer das nicht möchte, soll uns einfach kein Bild schicken. Genau. Du erinnerst mich auch dran, Nick. Der Chat ist mein Zeuge. Ja, natürlich. Ja, ich vergesse das auch alles wieder. Genau. Genau, dann hatten wir noch neben dem Code, also Gewinner gibt es jetzt die Tage. Wir haben uns noch nicht entschieden. Ist noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer den Pott holt im Mai. Genau, wir haben die Juni-Neuheiten. Die hat der Werner ja noch kurz vorm Urlaub rausgehauen. Wisst ihr ja, Bärbel und Brummels, haben wir gerade schon gehört, wurden grundiert. Der Gewitterfürst, das die Schattenseite von Rosso, könnt ihr für die Schatten nun spielen und den Freebooters Fate Gliedermaßstab in Holzoptik. Der ist auch verfügbar. Den habe ich auch irgendwo. Kann ich euch mal live demonstrieren. Können wir gleich live rausholen. Was willst du denn da demonstrieren, als ob wir weiß nicht, wie ich. Ja, das ist ja keine Bedienungsanleitung dabei. Ja, das weiß man doch. Wenn du eine brauchst, das war mir irgendwie klar. Moment, ich hole den mal. Ich finde viel schlimmer, dass Fabi jetzt seinen Stab rausholt. Ja, ich sehe es schon kommen. Stream beendet, ne? Ja. Ich Stream beendet. Ja. Nee, pass auf. Wenn du deinen Stab rausholst. Jetzt holen wir mal meinen Stab raus. Pass mal auf. Sein Gliedermaßstab. Das ist der wunderschöne neue Reboot, das Fade Gliedermaßstab.
Passt in jede Handfläche. Ne? Auch in deine kleinen Goblin-Hände. Auch in meine kleinen Goblin-Hände. Und ist in 5 cm Schritten. Das heißt, einmal aufklappen. Na, wer weiß es? Wie viel Zentimeter haben wir dann? Also 10. 10, richtig. Nick. Nochmal aufklappen. Ich hab mal da aufgepasst. Noch, Nick. 15. Perfekt. Und so weiter bis 50 cm tatsächlich. Das heißt, wenn ihr Long John habt, braucht ihr ein zweites. Damit es dann, okay, genug Klamauk für heute. Genau, die News, die es dann jetzt im Juni gab, gibt und geben wird, die hat der Podcast Radio Longfall in der Flaschenpost natürlich schon vorgestellt. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr sie auf jeden Fall nochmal nachholen. Denn dort wird über Bärchen, über Bärbel, über Assor Pressa, den Gewitterfürst und ein Stück Treibholz gesprochen. Solltet ihr auf jeden Fall noch einmal nachholen. Genau, und dann haben wir tatsächlich noch, haben wir was auf dem Brückenkopf gefunden. Keine Ahnung, wie die an diese exklusive Previews gekommen sind. Aber da könnt ihr mal sehen. Hat mir jemand geschickt? Ja, wahrscheinlich, ne? Wir haben irgendwo einen Maulwurf. Geht schon aus. Den irgendeiner zugesteckt. War Dori nur eins. Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, die News ist tatsächlich... Nicht auf dem Brückenkopf. Selbst der Dennis von Dice hat es auch schon hochgeladen. Ah, okay. Siehste? Die News ist nämlich von gestern. Da müsstet ihr nämlich einmal zurückscrollen. Da seht ihr nämlich tatsächlich die liebe Dorothee und den Edward. Die kleine Krabbe. Tatsächlich ist Rebooters Fate jetzt um eine kleine Krabbe reicher. Ja. Endlich. Also ich klicke jetzt mal so durch die Bilder durch. Könnt ihr mal in den Chat eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das findet. Ihr kennt ja das Artwork von Nastassja. Die hat übrigens heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nochmal hier an dieser Stelle. Zarte 22 geworden. Nein, ein bisschen älter. Klicken wir mal so durch, dann haut mal in die Tasten, ob es euch gefällt. Traditionell in öffentlichen Posts wird ja eigentlich eher so Kritik drunter geschrieben. Die Krabbe ist der Knaller, ne? Ich finde ja meistens, muss ich ja sagen, wenn wir so Bilder wie hier von den Greens sehen, dann gibt es hier nochmal in grundierter Form und einmal in bemalter Form. Die sehen dann hinterher immer noch ein bisschen anders aus für mich, muss ich sagen. Also wenn ich den jetzt nochmal bemalt sehe, wirkt er nochmal ganz anders als... Nee, wir müssen dann sogar noch ganz anders anfangen. Wir fangen ja meistens schon mit den Skizzen irgendwie an von den Malern und dann sehen wir erst das Green und dann, das ist immer echt schön mit anzusehen, was daraus wird. Ja, ja. Genau. Gut, jetzt haben wir auch nicht alle an sich. Wir lügen überhaupt. Manchmal kriegt man einfach nur das Endprodukt und dann. Genau. Ja. Ich kann mich noch an so eine Figur erinnern. So, wir brauchen jetzt Regeln, warum? Ja, die Mini kommt übermorgen, was? Nee, viel, viel, viel besser war die, wenn er, was denn das für Figur in dem Buch? Ach ja, die habe ich schon fertig. Brauchen wir noch Regeln. Ja, die Musiker, ja. Ja, ich lese gerade hier im Chat, der Brückenkopf ist übrigens da. Hallöchen, Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir haben die Informationen überall. Wir müssen mal so eine Besprechung machen, wer hier der Maulwurf bei uns ist. Das ist ja unglaublich. Ich hatte kein Internet, ich bin raus. Gutes Alibi. Mhm. Wer weiß, ob das richtig ist. Zu gutes Alibi. Also die Schildkröte und Edward sind schon mal mega. Mega cool geworden. Okay. Richtig stark. Das Schild am Arm. Beide toll geworden. Hast du etwa den Livestream nicht mitgemacht? Doch, da war ich sogar da. Voll. Die Grünkohlratte will wieder einen Poll haben. Was willst du denn pollen? Ich vermute, wer der Maulwurf ist. Ach, vermuten, wer der Maulwurf ist. Okay, dann haut mal Vorschläge in den Chat, dann gucken wir gleich mal, wer der Maulwurf ist. Unterdessen gehen wir mal ein bisschen weiter bei den ganzen geleakten Bildern hier. Und Brückenkopf Leaks Online. Dann haben wir noch den Super die Super. Auch einen Charakter, den ihr hier mit uns zusammen entwickelt habt. Den kleinen Goblin-Kopf. Ich muss sagen, das ist echt einfach für mich ein Highlight. Dieses Ding da. Ne? Das ist, ich finde den einfach geil. Endlich wieder eine Goblin-Figur, die wir anmalen können, Fabian. Boah, geil, ne?
Echt knorkig. Geil. Ich finde auch schön, schön viel Haut. Ich male ja gerne grüne Haut. Ja, nimm die Mini einfach, die du hast, nimmst du einfach mal da außen rum ein bisschen an und dann hast du den grünen Bauch schon fertig. Ne? Mhm. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist schon so lange her, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Regeln waren. Hat das einer von euch drauf? War das nicht, der hatte der nicht mehrere Suppen? Ja, genau, und die konnte er dann verteilen an die verschiedenen. Der konnte, glaube ich, verdeckt die verteilen und dann wurden sie aufgedeckt und entweder das einen Vorteil gehabt oder einen Nachteil, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Also, kann gut enden, kann aber auch böse enden, ne? Genau so. Ja, so langsam kommt's. Keiner traut sich, irgendjemanden als Maulwurf zu beschuldigen, weil sie Angst haben, dass das Konsequenzen hat. Ach, guck mal hier. Voll langweilig. Mr. Santa Chaos hört zum ersten Mal vom Goblin-Koch. Da gibt es sogar einen Livestream. Du musst mal bei uns auf dem YouTube-Kanal in die Playlist gucken, in den Livestreams. Da wirst du den sicher noch finden, den Goblin-Koch. Da hatten wir auch eine Illu tatsächlich. Das war ein Stream ohne Zeichner, der live gezeichnet hat, ja. Der aber jetzt nicht aufgrund, dass wir die Zeichnung schon hatten, kürzer gewesen ist. Das ist irgendwie immer... Nee, das stimmt. Ich muss sagen, die Streams, wo wir wirklich nur das Bild vor uns hatten, waren wesentlich länger, wie wenn wir selber gezeichnet bekommen haben, oder? Gefühlt. Ja. Und da mache ich jetzt aber meine Umfrage. Wurde gerade eine Umfrage gefordert? Jetzt mache ich meine Umfrage. Moment. Waren die nicht alle nur eine halbe Stunde lang? Immer, ja. Immer. Jeder Stream von uns ist nur eine halbe Stunde lang. Nee. Was willst du denn für eine Umfrage machen, Fabian? Ja, nee, ich überrasche euch. Kann ja nicht gut werden. Ja, das kann schon sein. So, warte mal. Gleich wird aufgedeckt, wie der Maulwurf ist, ne? Moment, da hat ein Sauer gesagt, ich wäre der Maulwurf. Ich guck mal schnell auf dem Discord. Sauer, das wird der gleiche sein. Rechtsklick, entfernen. Okay, so jetzt kommt ein Poll. Die erste Umfrage heute. Wer den nicht sehen kann, ist wahrscheinlich nicht eingeloggt. Holt euch einen Twitch-Account oder loggt euch ein und dann könnt ihr mit abstimmen. Fabian, das ist eine schwere Umfrage. Das ist, ja. Ja, ich finde persönlich echt eine schwere, ne? Also jetzt nicht aufgrund, dass wenig Goblins gezeichnet worden sind oder so wenig Goblins-Illus, sondern es war beides. Wirklich jedes Mal genial. Eine andere Erfahrung. Jetzt persönlich. Beeinflusst doch nicht den Chat. Du hast wieder mal die beide Optionen vergessen. Nö. Gibt's nicht. Doch. Einmal dürfen wir beide. Enthalten. Es gibt nur einen besser. Ja. Blacky fragt, ob die Kartenmechanik so kommt bei dem Sopper. Wir sehen, wenn die Karten gedruckt sind. Ich könnte nachgucken, aber mir fehlt noch ein Bildschirm. Warum? Also, ich habe noch nichts gesehen. Ja, müssen hier noch ein Fenster aufmachen. Braucht doch hier den Überblick. Okay, ich schließe mal die Umfrage in 3, 2, 1. Okay, also Mehrheit, 2/3 Mehrheit für mit Live-Zeichnung. Gut, dann ist auch immer. Ja, ist, weil man den Charakter dann noch formen kann. Und so hast du halt, wenn du einen Goblin vor dir hast, mit einer Angel in der Hand, kannst du keinen Debonner auf dem reitenden, also einen reitenden Debonner auf dem Hahn am Ende entwickeln, ne? Stimmt schon. Nee, schön. So, und jetzt machen wir die Maulwurf-Umfrage noch, bevor wir dann zum eigentlichen Hauptthema kommen heute, ne? Wer ist der Maulwurf? Jetzt bin ich mal gespannt. Traut sich der Chat hier öffentlich Crewmitglieder zu beschuldigen? Bin mal gespannt. Aber wir haben nur 6 Optionen. Nehmen wir mal alle, die hier sind. Ich finde ja, dass die Ausrede vom Nick so schnell kam. Sehr verdächtig. Ja, ja, klar. Er hat sich schon verdächtig gemacht. In der heutigen Zeit, ja, ja. Ja. So, wenn ja, Fabian, wie lange brauchst du, um 6 Namen einzutippen? Ich bin bei 4. Du bist bei 4, ja super, die hast du abgeschrieben. Jetzt überlegt er, wer noch dabei ist.
Den Werner kannst du ja nicht als Maulwurf nehmen, ne? Okay. Genau wie die Dorothee auch nicht. Umfrage ist da. Ich bin mal gespannt. Du Blöder. Ja, Sauer hat recht. Das wäre eine Ja-Frage gewesen gerade. Eine Ja wäre die Antwort gewesen auf die beiden Optionen. Ich bin mal gespannt, was ihr glaubt, wer bei uns hier der Maulwurf ist. Ah, der Machobo will mich reinreiten. Habe ich zu wenig Geld mit überwiesen? Ich bin gespannt. Wer für mich abstimmt, wird aus dem Chat geschmissen, ne? Wisst ihr Bescheid? Könnt euch jetzt noch schnell umentscheiden. Na super! Bin mal gespannt, ob sich meine Prozentzahl ändert. Oh. Ja, aber in die falsche Richtung. Ihr Schweine! Na gut, ihr habt noch 10? 9. 9, ne. Jetzt wird es beide oder hast du vergessen, was danach kommt? Nee, ja, das mach, ist ja Oberhalt, ne? Ich flüster. 1-0. Bin mal gespannt. Ja, nee, doch, der Nick. Was? Ja. Aber ein Viertel hat tatsächlich für mich gestimmt. So. Ja gut, dazu gehört ich auch. Mal. Aber, was? Du hast für mich gestimmt? Nein. Meuterei. Ja, Nick, aber kannst du das bestätigen? Bist du dann der Maulwurf? Nee, also die Aussage mit, ich hatte wirklich jetzt 2 Wochen lang kein Internet, die war schon wahr. Okay, tja, dann wird das zumindest für diesen Stream weiterhin ein Geheimnis bleiben, wer denn der Maulwurf ist. Hier bei uns. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Genau, aber wir haben hier tatsächlich noch Bilder von den falschen Affen, die für die Schatten kommen. Die ich ja spieltechnisch auf jeden Fall liebe. Und da freue ich mich schon auf die Modelle. Die falschen Affen. Sehr schön. Was ist da eure Meinung zu? Also eure hier, Discord und Chat auch. Was sagt ihr zu den falschen Affen? Also ich finde die cool. Aber ich glaube, da kann man auch mit der Bemalung richtig viel rausholen. Mhm, ja. So den Amazon-Teil besonders bunt machen und die Schatten dann vielleicht ein bisschen dunkler und ja schöne Kontraste reinbringen. Bei den Schatten kannst du dich ja, wie immer. Kann man sich ja eh austoben bei den Schatten, ne? Gibt ja viele unterschiedliche Farbschemen, sieht man auch bei uns im Discord, was die Community da rausholt aus den Figuren, sieht man bei der Studiobemalung. Hält sich auch nicht jeder an die Studiobemalung, was ich auch cool finde, viele entwickeln da was Eigenes. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Aber man sieht, Werner hat da noch einiges nachgebessert. Manches, wie er sagt, ja auch. Gut, sag mir mal die Mini, die Werner noch nicht nachgebessert hat, wenn die irgendwie vom Sculptor wieder kam. Ja, nee, bei manchen muss er ja nachbessern, weil es gusstechnisch halt sonst Probleme geben würde. Ne? Ja, jetzt lassen wir das gusstechnische mal einfach weg. Aber ich glaube, der bessert eigentlich bei jeder Mini. Irgendwas, wenn es nur so klein ist, bessert er nach. Künstler. Was ja nicht negativ zu nennen ist. Finde ich, nee. Ja, als Künstler halt, ne? Genau. Immer ein bisschen eigener Touch mit bei. Ja. Ja, genau. Richtig. Da ja. Muss irgendwo der Green Stuff Popel sein, damit er sagen kann, Werner. Also ich würde mal behaupten, haltet mal die Augen auf hier auf dem Brückenkopf bei Freebooters Fate News. Die scheinen da irgendwo ein Leck bei uns gefunden zu haben und eventuell bröseln da vielleicht noch mehr Leaks raus. Vielleicht sitzt da einer in so einem Rumpfass, den wir nie gesehen haben auf dem Schiff. Das kann sein. Und der plaudert natürlich, ne? Mit ordentlich Rum-Intus. Wie kam es eigentlich zu dem Namen? Weil die nichts Affiges haben. Doch, hier oben. Das ich glaube, dass die Idee war ursprünglich, weil der Michi eigentlich Balaconeros als Schatten wollte, ne? Mhm. Da kam die Ursprungsidee her, ja. Genau, und irgendwann wurden es dann Amazonen und deswegen haben die nicht Spinnefeind Ozomatli? Ich glaube nicht, weil das zu heftig wäre auf Gefolge, oder?
Das war aber mal die Idee, ne? Das war mal die Idee, dass sie Uzumatli kopieren, die ja auch den Affen als Totemtier hat. Deswegen ist der Name kleben geblieben. Hm. Warte mal, ich guck mal nach. Guck mal nach. Während du nachguckst, switch ich schon mal so langsam in Richtung Hauptthema. Wenn ich jetzt wüsste, wo es war. Nee. Im Buch. Ja, das Buch liegt aber ganz woanders. Ja, das ist auch mein Problem. Warte mal, ich guck mal. Dann bin ich halt mal weg. Ja, Mr. Santa Claus hat es sich, Betonung liegt auf bisher, noch verkniffen, mit der Schattenarmee anzufangen. Irgendwann brichst du zusammen. Und dann trudeln die ersten Schatten bei dir ein. Glaub mal. Das ist so sicher wie das Datenleck bei uns bei Freebooters. Also, ich war mal ganz schnell weg. Also, sie haben noch böse Zwillinge. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Es juckt schon in den Fingern. Siehst du? Bei mir juckt es auch schon in den Fingern, denn ich bin kurz davor, hier diesen Play-Button zu drücken. Denn unser Hauptthema, wie ihr ja bisher schon mitgekriegt habt, ist Iron Ball tatsächlich. Wir wollen heute ein bisschen... Immer. Wir haben jetzt 30 Minuten einfach nichts gemacht. Ne? Stimmt, ja. Ich habe extra gesagt, heute nicht so lang. Ich muss morgen wieder mal arbeiten. Ja, deswegen fangen wir jetzt an mit Iron Ball, Leute. Wir fangen an mit Iron Ball. Ihr habt schon vorhin im Chat gelesen, es gibt tatsächlich einige, die sich damit noch nicht beschäftigt haben. Schande über euer Haupt. Aber wir haben ja was für euch. Wir haben ein kleines Erklärvideo. Das mache ich jetzt erstmal groß. Oh, dann mache ich mich mal weg. Oh, wo bin ich? So. Und dann spielen wir mal ab. Lehnt euch zurück. Aber mal muten, nicht, dass man wieder was unerzählt. Nee, ich kann euch nicht muten, sonst hört man das Video nicht. Oh. Achso, da müssen wir jetzt ruhig sein. Richtig. Oder einfach drüber reden. Oh, das wird schwer. Wir reden drüber. Achtung, ich drück den Knopf. Drück den Knopf. Drück den Knopf, ja. Aber nicht den, wo du nie weißt, was er macht, ne? Ahoi und herzlich willkommen zum Freebooters Fate Sportstudio. Ja, denn mit unserer brandneuen Erweiterung wird's auf Longfall nun richtig sportlich. Die Rede ist natürlich von Iron Ball. Im Vorwege wurde ja teils vermutet, dass es sich bei Iron Ball um eine Art Freebooters Fate Fußball handeln könnte. Aber habt ihr schon mal mit eurem Fuß gegen eine Eisenkugel getreten? Auch wenn sowas vielleicht Goblins mit ihren Holzbeinen machen, ist es viel cleverer, so eine Kanonenkugel zu werfen. Entsprechend erinnert Iron Ball eher an Völkerball oder Dodgeball. Wobei, auf Longfall wird Iron Ball nicht als Spiel oder Sport angesehen, sondern als Lebenseinstellung, die aus zittrigen Jünglingen echte Männer macht. Lange Zeit war Iron Ball vom Imperium wegen der hohen Verletzungsgefahr und einiger Bestechungsskandale verboten, doch nun ist es zurück. Ziel bei Iron Ball ist es, die komplette gegnerische Mannschaft durch Kanonenkugeltreffer in ihre Kajüte zu treiben. Und dann noch den gegnerischen Captain als letztes Teammitglied dreimal mit dem eisernen Spielball abzuwerfen. Gespielt wird mit Heuersummen von 400 Dublonen, was etwa 5 bis 7 Modellen pro Mannschaft entspricht. Angeheuert werden darf nahezu jede Figur, nur die großen Charaktere und ein paar spezielle Modelle müssen aus Fairnessgründen leider zuschauen. Hier sind dann wohl nicht genügend Bestechungsgelder geflossen. Die Partien werden auf einem 30x45 cm großen Spielfeld ausgetragen, das in zwei Hälften unterteilt ist und mit kleineren Geländestücken versehen werden darf. Drumherum befinden sich die Kajütenbereiche, in der zunächst nur der Captain einer Mannschaft aufgestellt wird. Die anderen Iron Ball-Matrosen nehmen in ihrer jeweiligen Spielfeldhälfte Aufstellung. Nachdem dann jedes Team je eine Kanonenkugel als Spielball erhalten hat, geht's auch schon los. Mit diesen Kanonenkugeln versucht nun jede Mannschaft, das gegnerische Team abzuwerfen und zurück in ihren Kajütenbereich zu treiben. Hierbei können abgeworfene Spieler durch von außen erzielte Treffer aber auch wieder zurück aufs Spielfeld gelangen. Wurde jedoch der letzte Matrose einer Mannschaft vom Feld geputzt, kommt der Captain des Teams aufs Spielfeld. Wurde dieser dann dreimal abgeworfen, ist die Partie entschieden und es darf mit reichlich Rum gefeiert werden. Gewürzt wird das sportliche Chaos mit einigen Sonderregeln wie zum Beispiel Hechtsprüngen, geschicktem Passspiel und natürlich dem Fangen der Kugel.
Zudem dürfen Matrosen von ihrer Kajüte aus Pflastersteine aufs Spielfeld werfen, was natürlich als Foul gilt. Für das Ahnden dieser Fouls und die Einhaltung aller Regeln ist übrigens Signora Java zuständig. Diese gnadenlose Schiedsrichterin liegt der Ironball-Erweiterung als schicke Sonderminiatur bei. Zudem ist in der Erweiterung ein Ereigniskartenset enthalten, das immer wieder für Überraschungen und zusätzlichen Spaß sorgt. Also, erlebt ab sofort den Mythos, die Legende, das Spiel, erlebt Ironball. Entweder vom 26. bis 29. Oktober 2017 auf der Spiel in Essen am Freebooters Fate Stand oder beim sportlichen Fachhändler eures Vertrauens. Okay, daran hat man erkannt, dass es ein etwas älteres Video ist. Gut. Genau, also jetzt habt ihr einen kleinen Überblick bekommen, was ist Freebooters Fate. Das war ein Video von Michael Martin, was er damals für uns gemacht hat, zu Iron Ball erste Edition, ein kleines How-to-Play-Video. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle aufgeklärt im Chat. Ist euch auch aufgefallen, dass er immer Iron Ball gesagt hat? Ja. Ja, ist ja auch korrekt. Okay, gut. Ei. Es hat sich wie Ei angehört und nicht wie Iron Ball. Ja, das R ist mehr oder weniger stumm. Mit dem Stummen, ja. Das ist Iron, nicht Iron oder Iron. Iron Ball, okay. Okay, bevor wir gleich nochmal ein paar Eindrücke vom Turnier sehen, hier ein kleiner Hinweis. Ich spiele es jetzt nicht ab, weil 26 Minuten dauert, aber Birk und Tassa und ihr ich glaube nur Birk und, nee, waren das nicht nur Birk und Tassa bei dem Erklärvideo? How to play? Ja, stimmt. Okay, die haben nochmal ein Iron Ball How to Play Erklärvideo gemacht auf Deutsch für die zweite Edition. Und zwar schon, guck mal, mit meinem weißen Freebooters Fate wieder Maßstab hier tatsächlich. Auch ein kleiner Leak. Genau, es geht aber 26 Minuten, ist aber sehr ausführlich und da braucht ihr quasi das Regelbuch gar nicht mehr. Ne? Also könnt ihr euch einmal schön genüsslich halbe Stunde zurücklehnen, rumtrinken und euch Iron Ball erklären lassen. Genau. Ihr könnt allerdings auch auf unserer Webseite im Downloadbereich unter Regeln findet ihr das Iron Ball 2.0 Regelwerk völlig kostenlos für euch und könnt euch das dann einmal schön durchblättern, durchlesen und dann auch mal ausprobieren. Ne? Senior Java gibt es da nicht zum Ausdrucken, ne? Die gibt es nicht. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Das ist die zum Ausdruck. Genau. Ist ja bei Mannschaft. Ja. Was? Die ist im Mannschaftsbuch. Ich meinte eher die Figur. Die Figur zum Ausdrucken. Leute. Also das sind die. Genau, das sind jetzt die überarbeiteten Regeln für die zweite Edition Iron Ball, nicht so in dem Video erste Edition. Das ist die zweite Edition, die ist völlig frei für euch im Internet runterladbar. Wenn ihr mal kleines, schnelles Spiel Iron Ball spielen wollt. Schaut euch die Regeln an. Es ist nicht viel, sind nur 20 Seiten, sind schnell durchgearbeitet und macht. 20 Seiten, sind aber auch die Englischen dabei oder sind das nur die Deutschen? Nein, sind nur die Deutschen. Okay. Ja, mit schönen Illustrationen. Echt? 20 auch. Seiten? Mhm. Krass. Genau. Ja, vielleicht mal, ich mache mal einen Poll und vielleicht könnt ihr drei ja nochmal kurz erklären, wie eure Erfahrungen mit Iron Ball sind, also jetzt spielerisch, nicht außer Entwicklungssicht, sondern wie oft habt ihr schon gespielt, was findet ihr gut an Iron Ball, so mal vielleicht den Leuten, die es noch nicht gespielt haben, ein bisschen schmackhaft machen. Wer möchte anfangen? Oder ich stimme einfach ein. Nick, du hast doch auf dem Iron Ball Turnier auch mitgespielt, oder? Ja, ich habe da auch mitgespielt. So, erzähl mal. Und ich muss, ich muss aber zwei Wochen nach vorne gehen von dem Iron Ball Turnier. Ich habe das erste Mal wirklich zwei Wochen vor dem Turnier gespielt. Da bin ich nämlich extra runter ins wunderschöne Aschaffenburg getan und habe den Florian besucht, damit er mir erstmal zeigt, wie geht das überhaupt? Wie funktioniert Iron Ball? Weil ich habe mich angemeldet und wusste ja,
auch als Entwickler nicht, wie das Spiel funktioniert. Naja, die Kurzform, ich hab's ja auf den Sack bekommen, aber sehr lehrreich auf den Sack bekommen. Darf man Sack hier überhaupt sagen? Na, jetzt habe ich schon gesagt. Naja, es war wirklich sehr schön. Und dann natürlich auch am Turnier. Es ging anscheinend mehreren Leuten so, die nicht so wirklich die Erfahrung damit gehabt haben. Das war mein Vorteil, mein Nachteil. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall spaßig. Also es ist wirklich eine schnelle Alternative, die man einfach mal gerade dahin zaubert, ohne jetzt einen Tisch von 90x90 aufzubauen. Also empfehlenswert auf jeden Fall. Es macht Spaß, es geht schnell. Und eigentlich hat man die Regeln relativ schnell, spätestens nach der ersten Runde, eigentlich schon verstanden. Meines Erachtens. Okay. Oder es mit Florians Worten zu sagen, wenn ich die nach der ersten Runde schon verstanden habe, habt ihr die nach dem ersten Zug verstanden. ging der Matchball da jetzt an Florian weiter direkt? Ja, natürlich, natürlich, wie immer. Also als weltweit erste Turniersieger in Iron Ball, ne? Muss ich das sagen. Echt? Hast du das allererste Iron Ball Turnier gewonnen? Ja. Bei Asgard? Nee, in Bremen. In Bremen, Da habe ich den Michi und den Tom besucht in Bremen und habe da mitgespielt. Ja, ist lustig, macht Spaß. Man muss ein bisschen anders spielen, man muss ein bisschen anders seine Mannschaft zusammenstellen. Aber ist auf jeden Fall lustig. Genau, vielleicht erklären wir noch einmal ganz kurz, was die Unterschiede sind zum normalen Freebooters Fate spielen. Also man braucht natürlich die kompletten Freebooters Fate Regeln, ne, die Grundregeln, um Iron Ball zu spielen. Und Iron Ball erweitert das um diverse Zusatzaktionen, die man für Iron Ball dann auch benötigt. Kurz gesagt. Ja, und ganz wichtig, du spielst halt nicht auf dem 90x90 Spieltisch, sondern genau. Es gibt eine vorgegebene Spielfeldgröße von, lass mich lügen, 30x45. Zwei DIN A4 Seiten. Ja. Zwei DIN A4 Seiten, ja. Und ja, dadurch ist natürlich Bewegung völlig anders zu bewerten, weil deine Gegner sind eigentlich immer irgendwie in Reichweite. Und es gibt halt den Sondergegenstand der Kanonenkugel, der halt geworfen wird als Wurfwaffe. Und der eben eine Reichweite von 20 Zentimetern hat, aber auch gepasst werden kann. Also effektiv könnte man theoretisch bis zu fast 40 Zentimeter weit werfen, ja. Wenn alles richtig steht. Da ist die Kanonenkugel. Aber die Kanonenkugel ist, Spielfeld. Ist auch ungenau. Das heißt, man trifft damit immer etwas schlechter. Ein schlechter, ja. Naja, ist mir auch ein ordentlicher Kaventsmann, den man damit sich rumträgt, ne? Ja. Genau. Genau. Also prinzipiell ist es an Völkerball angelehnt, was wir ja alle aus der Schule kennen, wahrscheinlich, ne? Sagt man noch Völkerball? Nee, ne? Oder? Ja, heutzutage sagt man bestimmt Dodgeball. Ja, oder Ironball einfach. Als ob die in der Schule mit Kanonenkugeln um sich werfen. Ja, wäre auch mal eine Sache. Hast du nie Völkerball mit Medizinbällen gespielt? Oh ja, doch. Oh ja, doch. Wenn wir den Lehrer geärgert haben. Also ich kann mich noch daran erinnern, an die Schulzeit, da haben wir Völkerball mit den Stühlen gespielt. Das war nicht so schön, aber naja. Da kommt der Rowdy durch, ja. Da kommt der Rowdy durch, ja. Ich sehe schon im Chat, da wird schon nach Listenkonzepten quasi gefragt. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Ich wollte nochmal ein paar. Genau, hier. Wie es beim Völkerball ja auch so ist, fangen die Mannschaften erstmal an dem auf dem Deck an. Moment, genau, auf den Deck. Hier Mannschaft A, Mannschaft B und der Captain steht draußen drumherum. Versucht halt die gegnerische Mannschaft im Feld abzuwerfen, damit die dann in die Kajüte auf der gegenüberliegenden Seite wechseln und dort versuchen, wieder ein Crewmitglied aus der gegnerischen Mannschaft abzuwerfen, um wieder aufs Spielfeld zu kommen. Das geht halt so lange, bis alle Matrosen heißen die, ne? Ja. Genau, bis alle Matrosen abgeworfen sind und dann muss der Captain selber aufs Deck. Und wenn er dreimal abgeworfen ist, ist das Spiel gewonnen. Eigentlich relativ fix erklärt. Also Matrosen ist in diesem Fall der Sammelbegriff für Spezialisten und Gefolge. Genau, für den Rest der Mannschaft, ne? Alle, die nicht der Captain sind.
Oder Söldner. Oder Söldner, genau. Ja. Genau. Und hier ist das dann auch nochmal explizit in dem Regelwerk natürlich beschrieben, wie denn so ein Wechsel stattfindet, wenn wer wen abwirft, wer kommt dann explizit für wen rein. Genau. Jetzt überlege ich noch, wenn wir die einzelnen Regeln nochmal durchgehen. Also ich glaube nicht, wir können ja mal kurz überschlagen, würde ich mal sagen. Ne? Also zusätzlich zu den neuen normalen Freebooters Fate Grundregeln kommen dann halt die Regeln hinzu, die die Kanonenkugeln betreffen. Zum Beispiel Ausrollen. Michael, sag dir Ausrollen noch was? Ja, wenn eine Kanonenkugel nicht trifft, weil der Gegner ausgewichen ist oder man schlecht geworfen hat, dann rollt die Kugel noch, oder wenn man zu weit versucht zu werfen, also wenn der Gegner weiter als 20 cm wegsteht, dann rollt die Kugel ja noch aus. Das heißt, sie bewegt sich noch den Wert einer Schicksalskarte in gerader Linie von dem Punkt, wo sie theoretisch hätte einschlagen sollen, beziehungsweise eben dem Endpunkt von den 20 Zentimetern. Mhm. Ja, und dadurch kann sie immer noch einen Treffer in den Beinen bei einem unglücklich platzierten Charakter verursachen. Erzielen. Richtig. Und geht der dadurch, durch den Ausroller getroffene Charakter, dann in die Kajüte? Ja oder nein? Sollen wir da eine Umfrage zu machen? Wir machen Regelabfrage. Brauchst du doch nie machen, weil da kannst du hier einfach links lesen. Ach, scheiße. Du Streber. Okay, steht schon da. Genau. Was kann man noch machen? Ja klar, wenn die Kugel ausrollt, vom Spielfeld ausrollt, kann man sie wieder ins Spielfeld einrollen. Genau, dann ist noch geregelt, wann man den Ball verliert. Zum Beispiel, wenn sich weniger Spieler als Kanonenkugel auf dem Deck befinden. Also, ich gehe nochmal zum Deck. Hier, Deckmannschaft A. Sind zwei Kugeln liegen da. Und ist nur der Captain dann an Deck oder ein Matrose noch. Dann kriegt der Gegner sofort eine der Kanonenkugeln, weil sonst könnte der die ja bei sich bunkern und in Ruhe alle abwerfen. Sowas ist dort noch geregelt. Und dann gibt es noch Sonderregeln für den Nahkampf, Florian. Ich glaube, das ist deine Spezialität. Kann das sein? Ach, nö. Och, nö. Ja gut, wenn man halt Nahkampf ist, dann wird man danach automatisch wieder getrennt. Und sollte man mit einer normalen Waffe, die nicht waffenlos, nee, wie heißt die? Waffenlos, oder? Die Eigenschaft. Ja. Haben, dann ist es halt ein Foul. Genau, und dann kommt Senora Java ins Spiel. Da kommen wir dann mal gleich noch zu sprechen. Ja. Panik ist halt auch noch interessant. Hm. Dass ein Charakter wird niemals vom Spielfeld fliehen, weil dann würden ihn die Fans ihn auseinandernehmen. So panisch kann man gar nicht sein. mehr Panik vor den Zuschauern als vor dem Geschehen auf dem Platz. Genau. Genau. Ja. Und der einarmige Captain kann die Kanonenkugel trotzdem noch werfen, auch wenn er dann einen Crit im Arm hätte und prinzipiell auf null Angriffskarten kommen würde, weil sonst wäre das Spiel direkt verloren. Der könnte ja gar nicht mehr sich befreien vom Deck. Ja gut, zweimal ungenau, ne? Gibt es halt nur einmal ungenau. Richtig. Zweimal negativ, ne? Ergibt Plus. Genau, aber dann gibt es dann noch so Sachen wie ein Hechtsprung. Da kann man einen Ball, nehmen wir mal abfangen. Ne, ist ja Zwischenspringen, ne? Ne, Hechtsprung, man kann der Kanonenkugel ausweichen. Man kann quasi einmal wegspringen. Wie eine feige Landratte. Oh, wer Verteidigungskarten. Ja, aber wer macht das schon, ne? Versuche mal die Kanonenkugel zu fangen oder einfach ganz normal dort zu stehen und die auszuweichen. Ja. Der Nachteil am Hechtsprung ist, also der Vorteil ist klar, hast du ja gerade schon gesagt, du kriegst eine Verteidigungskarte mehr. Der Nachteil ist natürlich, dann, du kannst dann am Boden liegen am Ende und bist dann ein sehr leicht zu treffendes Ziel. Naja,
Man kann aber auch Kanonenkugeln entreißen, ne? Wenn man sich am Deck zur Kajüte bewegt und quasi einen Nahkampf macht, kann man eben die Kanonenkugel auch entreißen und somit dann die Kugel wieder ins Spiel holen, für sich, für seine Mannschaft und versuchen, das Spiel noch rumzureißen. Oder? Wenn ihr noch was hinzuzufügen habt, sagt Bescheid. Nö. Ja. Man kann aber auch die Kanonenkugel fangen. Würdet ihr empfehlen, die Kanonenkugel zu fangen? Nein. Nein, warum nicht? Warum nicht? Aber in der Schule war das so, wir haben dann immer so einen richtig sportlichen gehabt. Der stand dann immer da. Also alle haben sich, ja, ich war das nicht, natürlich, ja genau. Alle haben sich immer verkrochen, wollten nicht abgeworfen werden und der eine stand da und sagte, komm her, wirf mich ab. Und dann hat er die Scheißbälle immer gefangen und direkt zurückgeworfen. Warum sollte man das nicht machen? Na gut, liegt auf der Hand. Ne? Du hast nur eine Verteidigung von 2. Ja, es ist halt verdammt schwer. Ja, verdammt schwer. Gut, der Vorteil wäre, du hast sofort die Kugel und könntest zurückwerfen. Guckt der Gegner jetzt dumm aus der Wäsche. Ja, aber also sobald der mal zielt oder mehr als ein A hat, lohnt sich's schon gar nicht mehr. Das ist dann einfach ein zu großes Risiko. Dann nimm lieber den Schaden und gut ist. Ist aber umso schöner, wenn das klappt. Richtig. Hab ich noch nie gesehen. Der epische Moment. Das ist dieses, ach, jetzt ist egal, jetzt versuche ich das zu fangen und dann klappt das und das ist schon cool. Oh Mann. Ärgert den Gegner natürlich auch, ne, weil du ihn komplett gelesen hast, welche Zone er angreift. Also fangen ist eigentlich mehr so ein den Gegner ärgern. Mach mal eine Umfrage. Ich möchte mal wissen, ob das tatsächlich schon jemand mal geschafft hat, eine Kanonenkugel in einem Iron Bowl-Spiel zu fangen. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Versucht habe ich schon mal. Ich denke mal, ich bin kläglich gescheitert. Oh, es gibt tatsächlich welche, die es geschafft haben. Kann ich jetzt schon mal verraten. Verrät's doch immer alles, ne? Ja, so mit Spannung aufbauen hat es. Bin ich dann der Maulwurf? Nein. Ich kann euch ja auch in die Irre stellen. 25% würden sagen ja. Okay. Sollten alle abgestimmt haben? Ich würde dann einmal die Umfrage schließen. 17% der Teilnehmer haben tatsächlich mal eine Kanonenkugel gefangen. Würde mich mal interessieren. Wir haben 100 Leute gefragt hier. Da musste ich auch gerade dran denken. Wir haben 100 Leute gefragt. Haben Sie schon mal eine Kanonenkugel gefangen? 17% antworteten mir ja. Hm. War das denn eine spielentscheidende Szene oder konntest du danach noch jemanden abwerfen? Ich weiß jetzt nicht, wie viele dafür gestimmt haben. Kannst ja mal in den Chat reinschreiben, würde mich mal interessieren. Genau, oute dich. Oute dich, genau. Gut, dass wir anonyme Umfragen haben. Nur wenn du willst. Ja, und man kann natürlich auch noch eine Kanonenkugel abfangen. Ja. Sollte man was tun? Sollte man das tun? Das hat das Ähnliche wie mit dem Fangen, ne? Mit dem Fangen. Nee, du kriegst keinen Abzug. Das ist der Vorteil. Das war der Vorteil. Aber du musst dich halt bewegen und in den Du hast das Risiko, danach auf dem Boden zu liegen. Ja, genau. Du hast das Risiko vom Hechtsprung quasi noch. Ja. Ja. Okay, also das sind halt noch so zusätzliche Optionen, die hinzukommen. Das Passspiel ist noch eine sehr schöne Variante. Da gibt es ja hier unten die dieses nicht. Gibt ja die zwei Amazonenschwestern. Gut, dass wir den Florian dabei haben. Wie heißen die nochmal? Etequinoa und Kuamapa. Genau. Wow. Oder Guacamole und Ich wollte jetzt die ganze Zeit einen Teotihuacan sagen.
Ja, also die beiden, wie auch immer sie ausgesprochen werden, die können das Passspiel auch in normalen Freebooter-Spielen. Hier ist es einmal schön bildlich erklärt. Das ermöglicht euch halt, einen Gegner im Rücken quasi auch abzuwerfen. Ne? Oder einen euch versperrten Gegner. Ne? Ihr könnt dann quasi mit einem Kamerad, der vielleicht jetzt hier in der Kajüte steht, einmal ein Passspiel machen und dann könnt ihr hier der, wie ist das? Teniente, glaube ich, ne? Einmal in den Rücken werfen. Weil der, jetzt müssen wir mal gucken. Apagado ist das, ne? Apagado könnte jetzt Teniente gar nicht abwerfen, weil Akubusie dazwischen steht, glaube ich. Genau. Kann aber über die Hilfe des Koskriti an Deck der Teniente in den Rücken werfen mit dem Passspiel. Ist auch der Vorteil, dass der Koskriti den Treffer macht und dann zurück an Deck kommen kann. Richtig, genau. Dann gibt es noch Sonderaktionen, wenn du jetzt draußen stehst wie der Koskriti und hast gerade keinen Ball, könntest du einmal das Publikum anheizen und dir eine Ereigniskarte austauschen. Oder du könntest natürlich ganz piratisch dich verhalten und einen Pflasterstein aus dem Boden reißen und den dann einsetzen und auf den Gegner werfen. Allerdings, und einen Foul riskieren. Genau, wollte ich auch gerade sagen. Allerdings ist das ein Foul. Und dann kommen wir nämlich zum ganz Besonderen bei Iron Ball. Fouls und Schiedsrichter. Aber, haben wir hier schon über die Ereigniskarten gesprochen? Nee. Kommen wir am Schluss. Okay. Kommen wir am Schluss. Ne? Kannst du dir den Aufbau... Okay. Ereigniskarten also kommen zum Schluss, ja. Fouls und Schiedsrichter. Ja, wenn ich eine Nicht-Iron-Ball-Aktion mache, also entweder einen Nahkampf mit meiner Waffe durchführe oder mit einer Nicht-Kanonenkugel einen Fernkampf mache, ist das natürlich grundsätzlich ein Foul, also ein den Regeln verstoßende Aktion. Mhm. Die muss allerdings geahndet werden von der Schiedsrichterin. Ich glaube, es ist eine 50-50-Chance, also bei schwarz oder weißer Karte. Wenn die Schiedsrichterin das Foul sieht und ahndet, dann, beziehungsweise sehen kann sie eigentlich immer, weil sie 360 Grad hat. Mhm. Wenn sie das ahndet, dann versucht sie erstmal einen Nahkampfangriff zu machen. Sollte das nicht möglich sein, versucht sie mit einer Fernkampfattacke mit ihrer Pistole zu schießen, die auch immer geladen ist. Und sollte auch das nicht möglich sein, weil irgendwas doch im Weg ist oder sie doch zu weit weg ist, dann bewegt sie sich einfach auf den Verursacher des Fouls zu. Genau. Das ist aber schon schwierig. Ich glaube, die hat 40 Zentimeter Reichweite, ne? Ja, und also Sturmangriff kann sie ja auch machen und dann die 40 Reichweite mit der Pistole, da muss sie schon wirklich weit, weit wegstehen. Oder es sie muss halt und andere auch Geländestück im Weg sein, ne? Genau. Ja. Aber das ist eher selten der Fall. Ja, aber da kannst du dich dann natürlich auch vorher, bevor du einen Foul machst, erstmal geschickt stellen, ne? Das kann man versuchen, genau. Ja, und man sollte keine Fouls mit dem Captain machen, genau. Ja, mit dem Chat geschrieben, ja. Am allermeisten sollte man keine Captains mit einer Kalebasse abschmeißen. Ja. Die man einem schon Schaden zufügen will. So ein kleiner Remake gegen zum Ende letzten Turnier. Genau. Ist, glaube ich, interessant. Auch in die Errata gekommen, ne? Ja, ist die Errata gekommen. Ja, genau. Ja, das war echt ein epischer Moment, ne? Wo aber auch alle wirklich. Ja. Geil. Ja, wenn du den Captain ausschaltest mit was anderem als einer Kanonenkugel, dann ist es halt ein grobes Foul und das Spiel ist direkt vorbei. Genau. Genau. Und du hast verloren. Beißt sich immer noch in den Hintern. Ja, gut. Einmal für alle, die es nicht mitbekommen haben, es wurde, glaube ich, die Ereigniskarte Kalebasa gespielt. Da wirft das Publikum nämlich eine Kalebasa. Da wurde aber dann der eigene oder der gegnerische Captain? Micha, da muss ich mir mal unter den Arm greifen. Also der Chat, Micha. Der eigene oder der gegnerische Captain? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall wurde der durch den Schaden der Kalebasse ausgeschaltet. Und da man die Ereigniskarte ja gespielt hat, in dem Wissen, es könnte passieren, dass der Captain ausgeschaltet wird, war das halt ein grobes Foul. Was ihn dann hinterher auf den Turniersieg gekostet hat, ne? Er wollte Uwes Captain ausschalten, genau, ja. Ja, und Uwe wurde dann Turniersieg. Nee, er wollte Uwes Captain schwächen, nicht ausschalten. Ja, aber hat ihn dann ausgeschaltet, so war es, genau. 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 Aber Micha, jetzt kommen wir noch zu deinen Ereigniskarten.
Der Absatz ist recht kurz. Gibt's doch nicht viel zu sagen, oder? Man hat eigentlich immer drei Karten auf der Hand, oder? Hat genau. Immer am Ende der Runde. Am Ende der Runde wird auf drei aufgefüllt, ja. Ja, man merkt, vielleicht ist es schon eine Weile her, dass ich... Aber wenn du es ausgespielt hast, ist er weg. Erst am Ende der Runde hast du wieder drei. Ja. Ja. Und die haben es in sich. Wie ihr merkt, mit einer Kalebasse, eine Kalebasse kann das Spiel entscheiden. Ja, genau. Ja, das sind eigentlich auch schon die Iron Bowl-Regeln. Kurz und knackig. Trotzdem braucht man, ich sag mal, also ich habe, glaube ich, selber nach dem Entwickeln der Regeln, glaube ich, 2-3 Spiele gebraucht, damit es dann drin war irgendwann. Weil man doch ein-, zweimal noch nachschlagen muss, wie war das jetzt mit dem Ausrollen, wenn er gegen Gedöns knallt, wie verhält sich das da? Aber es sind nur 20 Seiten, das ist recht machbar, würde ich mal behaupten. So, dann haben wir das einmal kurz erklärt. Dann wurde gerade schon angesprochen. Wir hatten ja ein Turnier und da. Moment, das PDF ist noch im Weg. So. Wir hatten ja ein Turnier veranstaltet auf der Niederrheinkon letztes Jahr unter Corona-Maßnahmen. Es war ein richtig schönes Turnier. Also wir hatten am Samstag, Florian, das Iron Bowl Turnier, ne? Das normale Turnier, genau. Das war auch recht gut besucht und hat richtig viel Spaß gemacht. Und am nächsten Tag hatten wir noch das Iron Bowl Turnier, da warst du dann aber nicht mehr da, ne? Nee, genau. Da musste ich heim. Genau. Ich glaube, der ist abends noch gefahren, der Florian, ne? Ja. Ja, genau. Und der Michael ist morgens gefahren. Na, Pizza. Ich bin morgens gefahren. Ist er. So, und da wir... Ich liegen geblieben, aber anderes Thema. Und da der Michael, ach, der Florian das ja auch nicht gesehen hat, auf jeden Fall, zeigen wir dem jetzt nochmal und euch allen ein paar Impressionen von dem Turniertag. Das Video habe ich mir doch angeguckt. Psst. Okay, psst. Keiner wissen. Soll keiner wissen. Lieber Sauer, bitte nick nur mit K, nicht mit CK. Oh, Fabi, das war unser Spiel, ne? Oh ja. Ja. Katastrophe. Oh ja. Mann, sind die schön bemalt, die Goblins. Contrast in the... Hey, die Hände kenne ich. Ja,
Ja, woran erkennt man das? Die Kaffeetasse nicht weit weg vom Spielfeld. Hat ja auch was gewonnen. Alter, wie aber ja abgedanced. Oh Mann, Nick, hätte ich gewusst, dass du da Dritter geworden bist, hätte ich das Video gar nicht gezeigt. Danke, danke. Oh ja, nee, das war auf jeden Fall ein schöner Turniertag. Das war, ich glaube, da kamen doch kurz vorher erst die 2-0-Regeln raus, ne? Ja. Stimmt. Wir wollten doch eigentlich sogar die 2-0-Regeln den Teilnehmern geben, aber leider wurden sie ja vergessen. Zu spät. Oder der Druck war noch nicht zu fertig. Eins von beiden war das. Zu spät geliefert, ja. Genau. Druck war noch nicht fertig und deswegen hat wurden sie länger gebraucht, als er gesagt hat. Ganz genau. So sieht's aus. Ja, und was braucht ihr zum Iron Ball spielen? Gibt ja hier bei uns einen Iron Ball Deal im Shop. Da gibt es dann die Iron Ball Starterbox mit den Ereigniskarten. Moment, kein Quatsch erzählen. Mal drauf gehen. Ja, das ist Senora Java. Genau. Ereigniskarten. Und die Spielmatte. Die ersten Kugeln. Richtig, genau, hier. Ja. Da ist einmal der Inhalt. Gut, ich glaube, jetzt liegt das zweite Buch drin. Boah, wir werden erstmal sagen, nur Bild aktualisieren. Genau. Und damit seid ihr schon drin. Dann braucht ihr nur eure Mannschaften, die ihr eh schon habt, und dann kann es losgehen. Und es wurde vorhin gefragt im Chat, was sollte man denn so mitnehmen? Was hat der Blacky gefragt? Ja, was man am besten mitnehmen sollte. Ja, warte, irgendwas mit Nahkampf? Blacky, schreibt das nochmal. Ich finde das nicht mehr. Ja, man muss sagen, bei Iron Ball zahlst du quasi immer ein Premium, wenn du starke Nahkampffähigkeiten mitnimmst. Oh. Ne? Also wenn du jetzt sowas wie Schlaghagel und Fechtmeister und Parieren mitnimmst, das bringt dir halt in 90% der Aktionen nichts, weil du eben zum größten Teil mit den Kugeln angegriffen wirst. Und Nahkampf ja nur an den Spielfeldrändern stattfinden kann. Dem Risiko allerdings. Genau, allerdings muss man dazu sagen, wenn du jemanden hast mit einer starken Grundstärke, also zum Beispiel sowas wie Tronco hat, glaube ich, Brahin, glaube ich, immer noch, Tronco, hier, Senor Nefando, sowas, die eine starke Grundstärke haben, die können halt auch noch im Nahkampf, ohne einen Foul zu riskieren, ordentlich zuhauen, und das kann schon durchaus eine effektive Taktik sein. Okay. Oder auch hier Fury mit ihrem Wattestab, der zählt ja als unbewaffnet. Okay, sollen wir mal eine Piratenliste basteln? Mal hier so live. Mit dem wunderbaren... Aber was man wirklich sagen muss, ist, bei Iron Balls gibt ja diese MVP-Charaktere. Die sind auf jeden Fall die Punkte wert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, warte, Iron Ball MVP-Charaktere. Moment, haben wir hier auch.
Und unter anderem so welche wie Depoloa für die Amazonen oder Defty Jim für die Piraten. Bonido für die Söldner. Nick, ich glaube, den spielst du ganz gerne, ne? Ja, sehr, sehr gerne sogar. Ich mag Genau. dieses Modell. Die kann ich aussprechen. Maître Charlemont. Ne? Velocia, Milano, Ja. Taro und Ampara, Paltoké und La Pelotera. Genau. Findet ihr einfach, wenn ihr hier in der Suche Iron Ball eingibt, findet ihr eigentlich alles auf unserer Seite zu Iron Ball, was ihr wissen, was ihr kaufen müsst. Also was auch immer gut sind zusätzliche Verteidigungskarten. Wie Schild? Also Ja, Schild Schild ist noch die schlechteste Wahl von allen. ja, aber Weil Blitzreflexe oder ausreichend Fernkampf ausweichen. kannst du. Genau. Verbergen ist auch nicht so schlecht, weil du eigentlich immer an einem Geländestück stehen kannst. Also, aber alles, was auf Agil. Widerstand erhöht, Ey, mal höre agil. ich daraus, dass die Bruderschaft eigentlich FC Bayern von Iron Ball ist? Ja, also sagen wir mal so, sie kann. Ich Sie kann mich da an kann. ein Spiel erinnern. Nicht Da habe gegen mich, ne? ich. Nee, das war bei Gegen dem Tom. allerersten Iron Ball Turnier. Nee, das war gegen irgendeinen anderen. Der hatte nur Charaktere mit Blitzreflexe dabei. Oha. Und die erste Runde war richtig schlecht für mich. Da habe ich gedacht, fuck, jetzt kriege ich richtig auf den Sack. Und dann habe ich es doch geschafft, ich glaube, 6 oder 7 Mal hintereinander genau die 2 Karten zu nehmen, die er nicht hat. Und dann war die Sache relativ schnell Geschichte. Nur Blitzreflexe geht doch gar nicht wegen dem Gefolge. Doch, Harlekin mit Harlekine. Ehrengarde. Ehrengarde von der Ah. Meister-Harlekine. Mein Gott, da kommen die Pro-Gamer durch. Moment. Harlekin. Ah, muss ich den Schreibt er Anführer? sich direkt mal auf. Ja, schon klar. Also, Ja, wir machen jetzt eine Liste für mich. Also ist schon klar, ne? Schild geht auch, ist aber in der Hinsicht relativ, ja, nicht ganz so gut, weil du immer das Problem hast bei Iron Ball, dass eigentlich immer die Option besteht beim Gegner, also fast immer die Option durch das Passspiel, dass sie dir trotzdem in den Rücken werfen kann. Und dann bringt der Schild halt nichts mehr. Ah nee, warte, der hat gar keine Blitzreflexe, oder? Aber Ausweichen im Fernkampf zum Beispiel ist sehr gut. Ich kann mich da erinnern, dass ich gegen Birk gespielt habe beim offiziellen Iron Ball Turnier und ich habe mich an dem scheiß Kreisch ganz schön die Zähne ausgebissen. Toko hat Ausweichen im Fernkampf, guck mal. Aha. Scharfschütze ist auch klasse, schreibt auch einer im Chat. Scharfschütze Definitiv, ist aber gut, ja. Scharfschütze ist halt auch sehr selten zu finden auf den Figuren. Und die Figuren, die das haben, sind eigentlich alle teuer. Außer der Long. Ja, gut, Long John Long nicht John. wirklich, ne? Ja, aber das ist die Ausnahme, oder? Alle anderen sind relativ teuer. Also Grond finde ich auch okay bei den Goblins als Anführer, weil der Anführer ja auch immer mit einer Kanonenkugel startet. Huska Ja. für 75 finde ich jetzt auch nicht so hoch. Man muss dazu ja auch sagen, also jetzt, wo du Grond nennst, man kann ja seine Pistolen auch abfeuern. Man riskiert halt nur dann ein Foulspiel, ne? Ob es geahndet wird oder nicht. Ja. Scharfschütze ist auch klasse. Ja, Scharfschütze habe ich doch bei der Bruderschaft nicht. Erstmal aufschreiben für die nächste Figur. Guck doch mal, ob du Befehl für Bruderschaft findest. Ach nee, geht ja auch nicht. Ja, man kann nur an den Spielfeldrändern kämpfen. Das ist stimmt. Kommt aber eigentlich relativ oft vor. Weil man ja sagen muss, die haben in der Kajüte stehen, also außenrum am Feld, die müssen halt auch am Spielfeldrand dran stehen, ne? Also sie sind immer in Nahkampfreichweite. Genau. Manchmal hast du auch keinen Ball und musst einfach auch mal dahin gehen, um den zu entreißen vielleicht, ne? Dann steht ja auch direkt Nahkampf. No. Also ich bin ganz gut Oder. gefahren mit der Taktik, du nimmst jemanden mit der niedrigen Stärke, am besten Gefolge und machst einen Sturmangriff in der ersten Runde auf den gegnerischen Captain. Dann ist der meistens, also nicht so, wie manche andere das gemacht haben, mit einem mit hoher Stärke, sondern wirklich einer, der relativ, ich sag mal, 5, 6er Grundstärke hat. Hin, Sturmangriff bis bei 7 und dann haust du mal zu. Dann ist er so weit unten, dass wenn er das erste Mal aufs Spielfeld kommt, du ihn mit der Kanonenkugel eigentlich töten kannst. War Dann mein ist schnellstes alles gut. Iron Ball Spiel.
Runde 1, Sturmangriff von Carly Wench. Genau, Carly Wench. Captain Tod, Spiel vorbei. Ja, das war super, weil da wusste ich, ich habe das Turnier gewonnen, weil da mich keiner mehr einholen konnte. Weil der Gegner der Einzige war, der noch Chance hat. Ja. Ja, die Armen, die können, also die draußen können eigentlich nicht zurückschlagen, aber ja, ist korrekt, ne? So sind halt Piraten. Amazon. Außer Riposte. Florian. Was auch nie zu verachten ist, sind ist Wunden versorgen. Mhm. Weil du eigentlich immer draußen bist und hast relativ wenig zu tun, wenn du dann einen hast, der Wunden versorgen hat. Ja. Das ist auch eine gute Idee. Ganz. Tom hat es immer ganz gut gespielt. Der hat den Dottore mitgenommen bei der Bruderschaft. Und jeder, der praktisch aus dem Deck auf die Kahüte kam, hat er erstmal einen Base-Kontakt mit seinem Doktor gestellt, hat den dann bei der nächsten Aktivierung vom Doktor geheilt und dann konnte der Typ weggehen und konnte ja als Passgeber funktionieren. Ja. Moment. Eben anpassen. Entfernen. Ja, aber dann kannst du nicht mehr überall Dings spielen, ne? Tutorial. Aber musst du ein paar Abstriche machen. So. Ja, aber sie sind immer noch agil, ist auch schön. Ja, agil ist auch nett, ja. Ja. So. Das ist mal abgespeichert. Ich höre mal weiter zu. Wenn ich persönlich sehr cool fand, ne? Es war vom Kult. Wie heißt noch der MVP vom Kult? Habe ich gerade einen Kopf. Mega geiles Modell, gerade für Iron Ball. Warum? Er kann doch gucken auch doch gezielt an. Die Kanonenkugeln mit Rüstungsbrechend mit seiner Trompete verschießen. Und ein paar Zentimeter mehr, ja. Ja. Da steckt die da oben rein, trötet einmal rein. Mhm. Und dann geht die Kanonenkugel aber ein bisschen weiter über Spielfeld. Mhm. Hat leider nicht in meine Mannschaft reingepasst, die ich gebaut habe für heute. Wir haben auch eine Themenmannschaft tatsächlich, ne? Iron Ball All-Stars. Da kann man sogar alle MVPs spielen. Ist das die Liste überhaupt? Ich glaube nicht, oder? Nee. Also die wenigsten MVPs haben irgendeine Dings, die einen enormen Vorteil bringen. Am ehesten würde ich jetzt noch sagen, warte mal. Die La Pelotera ist unglaublich gut in der Richtung. Die ist aber limitiert. Ja, wenn es erlaubt ist. Ja. Und auch Fornido und die zwei Goblins sind durch diesen Rocketschlag, ne? Rocketschlag unglaublich interessant. Ich habe noch Calado hinzugefügt. Dadurch verlieren sie das ungenau quasi, ne? Also quasi wie Scharfschütze. Genau. Ja, außer es darf halt nichts im Weg sein, ne? Weil sobald irgendwas sonst sobald diese, also die werfen die Kugeln nicht, sondern die hauen die praktisch über den Boden. Und wenn halt da eine Gelände kommen, stoppen sie da. Also kannst du dich eigentlich ganz gut hinter eine Mauer verstecken, da hast du sie ausgekondet. Und der einzige, wo ich jetzt noch sagen würde, was auch noch okay ist, ist der Matre, Mette. Irgendwas? Charlemont. Charlemont. Genau, weil der hat, was ich jetzt raten, Stärke 7 plus Savak, also 8. 7, Also 7 plus Savak, also Stärke 8 und das zählt als waffenlos, weil er jemanden tritt. Ja. Genau. Das ist noch relativ gut, weil da kannst du draußen welche angreifen und weghauen. Und ausschalten, ne? Denn je weniger Gegner du hast, desto einfacher wird es dann hinterher. Genau, der ist auch noch ordentlich gut. Ja. Und die anderen sind. Welchen haben wir jetzt eigentlich nicht genannt? Velocia haben wir nicht gesagt. Tepoloa, Defty Jim. Stimmt, ja. Wobei Defty Jim auch nett ist. Also, ne, 12er Bewegung. Ja, jetzt muss man aber mal in den Raum schmeißen. Was haltet ihr von Tessa? Tessa. Habe ich noch nicht bemalt, habe ich noch nicht gespielt. Kann die Kanonenkugel präparieren. Ja, aber das ist jetzt eigentlich so.
Ja, da finde ich Defty Jim mit seinen en passant, finde ich viel cooler, dass er ins andere Deck gehen kann und einmal die Kugel klauen kann. Ja, aber es ist halt auch relativ leicht auskonterbar und es ist auch. Ja, wieso? Also, man kann es halt leicht auskontern und es muss halt wirklich alles zusammenpassen, ne? Dass du wirklich den holen kannst, die Kugel holen kannst und wieder zurückgehen. Mhm. Ja, weiß nicht. Kann mal in gewissen Situationen brauchbar sein, aber ich sage im Großen und Ganzen, ja, nicht so toll. Eine Piratenmannschaft würde ich ihn aber reinpacken, auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht, weil du hast Long John, den ich eher mitnehmen würde, weil für 60 Punkte ein... Gut, wegen Scharfschütze, ne? Ja, als Anführer wahrscheinlich Rosso, weil der mit am meisten aushält von denen, oder? Long John. Ja, der, oh, klar, der ist eine Bank. Der hält viel aus. Rubio könnte auch interessant sein. Ja, stimmt, wegen den 5 Karten ziehen. Fury mit ihren Wattestäbchen könnte man da noch reinpacken. Ja, aber das ist kein Anführer. Nee, einfach noch zusätzlich. Ich würde wahrscheinlich noch La Hoja einpacken, wegen dem harten Wurf. Oh ja. Oh ja. Die hat 75, das ist okay. Ja. Aber die hat harter Wurf. Das heißt, das halt +1/+1 kommt mir drauf. Provozieren ist auch eine Fähigkeit. Die haben ja erst relativ neu, ne? Ich glaube, da hatten wir das Turnier noch nicht. Nee. Die dürfte auch interessant sein. Mhm. Weil du kannst damit halt Leute vorziehen und dadurch den... Die Reichweite verkürzen. Ja. Reichweite verkürzen und den Rücken freimachen vor allem. Mhm. Wenn er günstig steht. Ich gucke, wer hat denn hier provozieren? Archibald. Wo ist er denn? Belsatin. Nee, ach nee, die hat nicht provozieren. Bezirzen. Mhm. Bezirzen. So, wie viele Punkte hast du jetzt? Ja, 365, genau, da brauchen wir noch, ja, eine Folge. Da musst du auf jeden Fall 2 rausschmeißen. Wahrscheinlich. Oder wieso? Weil du es mit 400 Punkten spielst. Ja, 365 kommt da nicht auf 400, reicht doch. Oder zu wenig Gefolge. 350 bis 500 Dublonen kannst du spielen. Ja, aber Turnier war ja 400 zum Beispiel. Okay, wenn wir auf den Wattestäbchen Fury raus. Nee, wahrscheinlich eher Archibald, weil der 75 kostet. Kommst du dann hin? Nee, wirst du immer noch keine 3 reinbekommen. Eigentlich mit der Ehrengarde. 395, aber wir haben ein Spezialisten. Ja, ist immer noch eine zu viel. Ja, der Anführer ist halt bei den Piraten relativ teuer. Da wirst du keine 3 Spezialisten reinbekommen, wenn sie nicht verwandt sind. Mhm. Also, du schmeißt Rubio raus und nimmst Marco, ja, ist der günstigste, ne? Marco. Genau. Ah gut, der hat auch Widerstand. Hat der noch Widerstand 4? Nee, ich glaube, der hat 3. Hat er 3 mittlerweile, okay. Aber dennoch ein unterschätzter Piraten-Captain. Die spielen eigentlich sehr gerne. Naja. Okay. Da könnte man sich jetzt noch zu Tode klicken hier in dem schönen Online-Generator und Listen generieren. Wir haben jetzt leider auch in der Zeit keine Listen von euch eingeschickt bekommen, die wir hier besprechen könnten. Insofern würde ich einfach mal sagen, unser Iron Bolt. Was auch noch empfehlenswert ist. Wer super gut ist, glaube ich, in dem Ganzen, ist bei der Debon Ablantage. Weil du einfach mit dem Wein einen Treffer komplett wegnehmen kannst. Mit dem In Vino Oblivio. Mhm. Mhm. Auch gut. Aber auch Poté ist da nicht zu unterschätzen. Ja gut, der hält halt viel aus, ne? Aber der kostet halt auch viel. Bitte. Dann hast du 2 Stück, die relativ teuer sind. Hm. Ja, die du aber wieder gut auffangen kannst, indem du alte Garde nimmst. Was ist denn Matisse Lino? Nee, den darfst du nicht. Der zählt als Tier.
Achso, Tiere dürfen nicht, stimmt. Sonst kriegen wir Ärger mit Greenpeace und so. Le Ding. Le Doing könnte noch ganz interessant sein jetzt mittlerweile. Mit dem zusätzlichen Rüstzeug, ja. Oder wäre auch nicht, wenn man auch definitiv immer Akando. Weil er halt immer auf, du kannst ihn halt immer auf Abwarten setzen. Das ist vor allem relativ gut, wenn er draußen ist. Weil wenn dich einer angreift, also kannst du mit der ersten Aktion, keine Ahnung, Stein werfen, nichts machen und dann gehst du auf Abwarten mit ihm. Was ja nur eine Aktion bei ihm ist. Und wenn der Gegner kommt, kannst du vor ihm zuschlagen. Oder wenn du im Spielfeld bist, einfach zur Seite gehen, irgendwo anders hin. In Deckung. Dich drehen. Damit er den in den Rücken werfen kann. Ja gut, hier müssen wir trotzdem noch irgendwie mehr Gefolge, dafür einen Spezialist, zwei Spezialisten noch raus. Das, alle passen da nicht rein. Alle passen da nicht rein. Leider nein. Ja. Genau, also ich würde sagen, das Iron Ball kann ja noch im Discord auch weiter gesponnen werden. Da haben wir auch ein Iron Ball Deck, wo drüber gesprochen werden kann. Ich würde jetzt sagen, wir schließen das Iron Ball Thema ab. Wer jetzt noch Fragen hat hier im Chat, der kann die noch raushauen. Habe ich meine Kultliste jetzt umsonst geschrieben? Wie, hast du noch eine Liste geschrieben? Ja, dann her damit. Ja, habe ich doch gesagt von Anfang an hier. Moment. Dann machen wir noch die Kultliste. In der Zeit könnt ihr trotzdem Fragen in den Chat reinhauen. Kult. Erzähl mal, wer ist denn der Anführer? Anführer Squirtero. Ah. Spezialisten sind Cosphelia, Calvario, ja, und von den Söldnern El Curandero. Und Gefolge sind 4 Balagoneros und 2 Kultisten. 3, 4. Und dann sind noch Dublonen über für die Loas. Alter Schwede. Die 4 Balagoneros kommen mir irgendwie bekannt vor, Micha. Ja, ich erkläre gleich warum. Ja. Ich habe Charizard dabei. Intrig. Ne, wie mache ich das? Da. Zur Seite schieben, den Anführer. Ja. Loa. Charizard. Oh, nochmal. Mist. Was noch? Intrig? Intrig und Esclavagist. Schaup. So, und der Gedanke dahinter ist, erstmal sind 10 Modelle. Das heißt, der Gegner muss erstmal 9 abwerfen, bevor der Anführer überhaupt aufs Feld kommt. Dann Calvario ist hauptsächlich dabei, um die Balagonecos freizuschalten. Wobei da auch der Gedanke ist, Guetero als Anführer, weil er denen eben auch immer eine Aktion mehr gibt und auch immer ein Seelentreiber auf dem Feld ist, solange der Anführer eben auf dem Feld ist. Dann El Curandero, um eben auch Wunden versorgen zu haben. Also so ein Feldarzt ist ja doch immer ganz gut bei diesem Spiel. Und Cosphelia habe ich, weil sie einmal agil ist. Unverwüstlich, also wenn sie ausgeschaltet wird, hat sie eine Chance wiederzukommen. Und mit dem Geritten kann man direkt von Anfang an Charizard in sie einfahren lassen. Und dann hat sie auch Scharfschütze. Und die Kultisten sind da, dass man vielleicht, wenn die abgeworfen werden, die an Guetero ranstellen kann, das auch ein bisschen besser zaubern kann. Aber eigentlich eher Lückenfüller. Also dieses Wundenversorgen habe ich ja mal so ganz ausgeklammert vorher. Aber jetzt, wo ihr es sagt, ergibt Sinn. Ja. Mannschaftsärzte sind wichtig. Leute, ist warm. Übrigens Wasser trinken, ne? Viel Wasser trinken. Und es war halt auch nicht mehr, also ich hätte gerne Paltoki reingepackt, aber der hat halt von den Dublonen nicht mehr gepasst, deswegen. Ja. Auf den Punkt 400 Dublonen. Also Intrig und Esclavagist natürlich, Intrig, um den Gegner zuletzt handeln zu lassen, also ist im Zweifel keine Kugel werfen kann oder leichter abgeworfen werden kann oder irgendwie, also da findet sich immer was.
Und Esklavagist ist zwar schwer anzurufen, kann aber eben den Gegner auch zwingen, eine Aktion durchzuführen, die er überhaupt nicht will. Oder auch auf die eigenen Modelle angewandt, irgendwie, dass man zur Kanonenkugel hinläuft und dann aufheben, zielen und werfen kann oder irgendwie sowas. Also ja, einfach Utility, wie das so schön neudeutsch heißt. Also anhand der Liste sieht man, kann man schon echt auf Iron Ball ausgelegte Listen zusammenstellen. Ja, also ich mache immer nach dem Prinzip, stelle eine Mannschaft zusammen und guck, dass sie auf die 400 Dublonen kommen und dann spielen wir einfach damit. Aber man kann sich auch ordentlich Gedanken machen. Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Hast du damit schon auf dem Turnier gespielt? Ich habe tatsächlich seit der 2-0 noch kein Iron Ball gespielt. Oh, da müssen wir erst nachholen. Kam so eine, das große C auch so ein bisschen in den Weg, ne? Ja, es verschwindet ja gerade so langsam und da müssen wir das auf jeden Fall mal nachholen. Ohne Iron Ball spielen. Dann lass ich mir eine Liste von der Community schreiben und dann spiele ich die gegen dich. Das ist doch mal ein Ding. Wir können ja zwei Listen von der Community schreiben lassen. Okay, habe ich vielleicht eine Chance. Schön. Also ich muss sagen, ich habe Iron Ball sehr viel gespielt. Ich habe ja auch mit Turniere veranstaltet und die auch mitgespielt in der 1-0. Und ja, es ist ein schönes, schnelles Spiel, wenn man mal nicht gleich einen ganzen Tisch aufbauen will, sondern einfach mal sagen, willkommen. Die Pokermechanik ist enthalten. Das ist, finde ich, das Kernelement vom Freebooters Fate. Und ja, es ist ein schönes, bier- und brezeliges Sportspiel. Das auf jeden Fall. Also wer es noch nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall einmal ausprobieren. Die Regeln findet ihr im Download-Bereich. Kostenfrei. Schön. Ja, ich würde sagen, wir haben allen, die noch keinen Einblick hatten, einen Einblick gegeben. Jetzt heißt es, wenn die Zahlen weiter sinken und man sich treffen kann, packt Iron Ball aus, probiert es mal aus, berichtet uns davon. Ich glaube, sind gerade keine Fragen im Chat mehr. Also sind, glaube ich, keine Regeln. Aber nur wegen Schatten in Iron Ball. Ja, ist. Also ich stelle es mir sehr schwierig vor. Ja, also ich würde es nicht empfehlen. Nee, würde ich auch nicht empfehlen. Ich habe noch keine Möglichkeit. Das überhaupt zumindest im Kopf gefunden, wie man die vernünftig spielen könnte. Ja, als Zuschauer kann man die drumherum platzieren. Ja. Und ein Schatten, der abgeworfen wird, bleibt das Schemen auf dem Feld oder geht der Schemen? Nee, der muss raus. Der muss raus. Die Kajüte, na ja. Genau, und dann hast du halt draußen einen Haufen Schemen, die keinen Gegenstand benutzen können. Aber die wieder verschmelzen können. Du kannst ihn ja direkt im Basenkontakt mit dem anderen Schemen stellen. Ja, aber der muss ja erstmal aktiviert werden, einer. Das ist klar, dann kannst du einen zurückholen, aber du hast halt erstmal eine längere Zeit Schemen draußen stehen, die einfach nichts machen, weil sie keine Waffe betätigen können. Ja. Also keine Kanonenkugel werfen können. Also das wäre vielleicht dann eine Sonderregel, die man einführen müsste, dass die Schemen die Kanonenkugeln zumindest werfen können. Ja, dann aber wäre es wieder zu heftig, weil du dann ganz viele Schemen auf dem Spielfeld hättest, die gar nicht so leicht ausgeschaltet werden können. Ich glaube, die Schemen kriegen wir auch in diesem Stream nicht ins Iron Ball rein. Vernünftig. Migoson fragt noch, sind ab September kleine Turnierchen geplant? Also von uns aus jetzt nicht. Das gilt die Konzentration gerade der Spiel, die eventuell dann stattfinden wird. Weiß nicht, habt ihr vielleicht noch gehört, ob Turniere geplant sind? Florian, Micha, Nick? Irgendwie bei euch? Ja, in der Gegend mal nichts gehört. Für den August standet, glaube ich, 2 auf T3. Oh, aber okay. Bei August ist immer, muss man gucken, ob das schon verwirklichbar ist. Ja, ja. Ich glaube, einmal Rostock und noch irgendwas. Tabletop. Ja. Muss man mal gucken. Also es wird bestimmt wieder welche geben. Ach, mir in Aschaffenburg werden bestimmt wieder welche machen. Sobald es möglich ist und auch geht. Übersicht. Genau. Übersicht? Ich bin da so selten. Rechts oben, Freebooters Fate. Oder Spielsysteme, alle Spielsysteme. Boah. Rechts, rechts. Genau. Und dann geht es der Freebooters Fate aus. Suchen. Ah, guck mal hier. Gibt eine Rostocker Rumrauferei. In Rostock, wer hätte es gedacht?
Und Fanatics Freebooters Turnier im August, tatsächlich, genau. Also wenn ihr Und irgendwie. wo ist das Was? Fnatic? Wo ist das Fnatic Freebooter Turnier? Hier in 00000. TBD. Weiß ich noch nicht. Wo findet das denn statt? Mal gucken. Weiß man noch nicht. Aber ungefähr in der Region muss ja mal irgendwas auswählen, oder nicht? Weiß ich nicht. Gut, also es sind irgendwie zwei Turniere erst geplant für Freebooters da. Wird bestimmt noch etwas kommen. Mit der Zeit, ne? Genau. Sonst sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, ja. Wird jetzt gerade ein bisschen kühler, reißt die Fenster nochmal auf, bevor ihr in die Koje geht. Was eine Überleitung. Wer noch Bock hat, kann bei uns in den Discord-Channel kommen. Ich denke mal, der eine oder andere wird sich da jetzt noch in der Koje wiederfinden, zum kleinen Pläuschen. Vielleicht können wir noch ein bisschen malen und basteln zusammen und den Tag in Ruhe ausklingen lassen. Insofern, danke an alle, die dabei waren, im Chat und auch hier im Discord. Micha, Florian und Nick. Schön, dass ihr alle da wart. Der nächste Stream, habe ich noch gar nicht geguckt, dürfte sein 24. Juni. Sie, Senor. Wenn du sagst. Nagelt mich nicht fest. Ja, Sie, Senor. Ja, ne? Ach so, Sie, Senor. Sie, Ja. Sie, Senor. Kann ich so gut Französisch. Ja. Gut. Was habe ich gesagt? 24. Juni? Okay. Ich hoffe, ihr seid heiß auf Iron Ball und wenn wir uns treffen können, dann zocken wir wieder eine Runde. Und jetzt gehen wir alle in die Koje. Also im Discord auch. Ne? Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen.